in meinem Star Wars Battlefront Leben, auch wenn es noch nicht so lange ist, noch nie so. Oh, Alter, habt ihr es hinten gesehen? Den Sternzerstörer, der da in den Staub gerauscht ist? Geil, ey. Und ein herzliches Willkommen zurück in Let's Play Star Wars Battlefront, Modus Jägerstaffel auf der Battle of Jakku-Karte Friedhof der Giganten. Diesmal stürze ich mich mal in den Ingwing rein, schön flott, schön wendig. Es geht los. Da kommen oh, und wir bewundern nicht nur die bereits abgestürzten Raumschiffe, sondern auch den Sternzerstörer, der da oben vom Himmel fliegt. Ich finde es immer wieder wundervoll anzugucken. Aber gut, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Feinde, hätte ich gesagt. Komm, wir holen jetzt uns hier erstmal dieses Energie, das wollen wir nicht. Die Abklingzeiten wären ganz nett. Aber egal, komm. Gut, der war so langsam, das musste eine KI sein, egal. Mal ein bisschen zum Einschießen. Oh, hier. Gute Arbeit. Na, geht doch. Fängt doch gut an. Oh, Alter, der A-Wing ist ja richtig fett, ey. Was geht denn mit dem ab, ey? Müssen das Schild mal mehr aktivieren, ne? Oh, 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 komm, 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 wo bist du? Ah, du bist Geschichte, glaube ich, ne? Schade eigentlich. Oh, aber ich habe ihn noch erwischt. Mit meinem Wendemanöver. Na gut, wenn man es nicht anders hinkriegt. Aber warum eigentlich nicht? Was? Achso, da oben bin ich, Platz 1. Ja, zu Recht. Boah, da fliegen die Trümmerteile oben aus dem Dingenskirchen heraus. Es ist wundervoll. So, warte mal, der fliegt so flott. Ach nee, das ist doch eine KI. Na gut. Schade eigentlich. Oh, hier den Millennium Falcon. Sag mal, Millennium Falcon, warum kümmerst du dich eigentlich um KI-Gegner? Könntest du dich vielleicht mal um die Wichtigen kümmern? Feind getroffen. Also, es gibt's ja wohl nicht. So. Ein Jäger 75 versucht zu fliehen. Gib Deckung. Also, der Laser irgendwie. Also, ich komme jetzt so überraschend gut mit dem A-Wing klar. Das ist ja so geil irgendwie. So präzise. Ich weiß auch nicht. Ich habe in meinem Star Wars Battlefront Leben, auch wenn es noch nicht so lange ist, noch nie so. Oh, Alter. Habt ihr es hinten gesehen? Den Sternzerstörer, der da in den Staub gerauscht ist? Geil, ey. Ah, hier ist einer, komm. Nicht mit uns. Nicht mit der Rebellion. Feindlicher Jäger abgeschossen. Boah, Alter, das läuft ja wie geschnitten Brot. Oh, Slave One. Bisschen Vorsicht jetzt. Oh, da bin ich glatt mit meinem Kumpel hier zusammengestoßen. Ist auch eine KI, ne? Na ja, gut. Was ist da unten? Vorsicht hinter dir! Alles im Griff, alles im Griff. So, wie lange hält eigentlich dieses Schild? Da habe ich auch so irgendwie nur wenig Gefühl dafür, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nee, komm, KI-Gegner wollen wir nicht. Ja, wenn sie so vor der Nase kleben, meinetwegen. Für menschliche Gegner, gib mir menschliche Gegner, wo sind sie? Sie haben Angst. Läuft. So, wie lange hält das Schild? Es hält immer noch, es hält immer noch, es hält immer noch. Okay, alles klar. Es sind schon ein paar Sekunden, also ganz nutzlos ist es nicht. Ja, wie gesagt, na gut, wenn sie einem so auf der Nase rumfliegen, dann holen wir halt auch die KIs vom Himmel. Nee, komm, den lassen wir jetzt mal. Brauchen wir menschliche Gegner. Gib mir Futter. Alter, das läuft ja wie geschnitten Brot hier. Bündelt das Feuer auf diese imperiale Fähre. Sie darf nicht entkommen. Gut. Kümmern wir uns mal, halt's mal um das Teil hier, ne? Oh, zurück in die Schlacht. Alles klar, ich komme ja. Keine Sorge. Achtung. Ja, Sieg. Na also, das läuft doch mal richtig gut. Und wo ist er? Och, auf dem Platz 2. Hat er mich echt noch überholt? Warum eigentlich? Er hat weniger Kills als ich? Weniger KI-Kills? Und
mehr Verluste. Das soll mir jetzt mal einer erklären. Oh, ich war endlich mal im Endbildschirm und hätte fast nicht hingeguckt. Na also, geht doch. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Videos wieder. Bis dahin. Tschüss. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zugucken. Hat's euch gefallen, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Wollt ihr mehr von mir sehen, dann schaut doch zum Beispiel mal auf meinem Kanal vorbei, MacRalphGaming. Oder noch besser, das wäre natürlich Spitzenklasse, ihr klickt da rechts unten auf mein Logo und abonniert einfach den Kanal. Dann bleibt ihr immer up to date, sobald ich was Neues hochlade. Ich freue mich wie ein Schnitzel und freue mich umso mehr, wenn wir uns dann in einem der nächsten Videos sehen und hören. Bis dahin, danke euch und tschüss. Peace.